Hallo, ihr lieben Mäuschen da draußen. So viele sind bei diesen Überraschungsangriffen herzlich gestorben. Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fakel 4. Und der. Ich helfe dir. Super! Hier, markier dir die Stelle, wo der hinterher gestanden bin. So. Gib mir eine Minute, um mich zum Arzt. Ich komme mit. So. Ich mache jetzt einfach mal diese Mission, weil der Typ geht mir langsam sowas auf den Geist. Das glaubt ihr nicht. So. Jo, willkommen zurück auf jeden Fall in Let's Play Far Cry 4. In der letzten Folge haben wir die Hulk-Mission gemacht und jetzt kümmere ich mich mal um diese Nebenmission. Und danach schaue ich mal, was wir dann noch machen werden. Vielleicht weitere unbekannte Orte aufdecken, ich weiß es noch nicht. Jedenfalls, ja, das gehört natürlich auch irgendwann mal gemacht. Und jo, mein Kumpel ist mittlerweile auch schon wieder weg. Der ist gerade vor ein paar Minuten aufgestanden und ist auch gegangen. Also von daher, ich kann wieder in gewohnter Zimmerlautstärke auf jeden Fall hier plaudern. Und ja, sollte also daher kein Problem mehr sein, mich zu verstehen. So. Okay, ich muss da rauf irgendwie. Dann tun wir das mal. Okay. Perfekt. Fick dich! Fick dich, du Arschloch, du Fläne, Hundfunzen, Herzblatt! Toll, toll, echt toll! Verdammter Mist, ey. Fick dich, du Arschloch, du blöde Hundfunzen, Herzblatt! Fick dich, du blöde Arschfunzen, Herzblatt! Das gibt's doch nicht, ey. Was ist das denn Scheiße hier schon wieder? Boah, sowas regt mich auf. Entschuldigung. Mann, das kann doch nicht wahr sein. Was ist das für ein Scheiße? Mann, ich hab den doch 2 oder 3 Mal habe ich den Kopf geschossen. Und der stirbt nicht, der Typ. Fick dich! Fick dich, du Arschloch! Du blöde Hundsnerven! Deppert, der Arschgrätzen! Alter, fick die Henne, ey! Ah! Ich hab den doch in den Kopf getroffen, diesen Mistkerl, ey! Kann denn die Scheiße wahr sein, ey? Mich da schon wieder aufregt hier. Diese verdammte Wichse! Diese verdammte Wichse nochmal, ey! Woher hat der mich jetzt schon wieder gesehen? Dieser Wichskopf, ey! Dieser scheiß Wichskopf! Leck mich am Arsch! Alter, wie mich da schon wieder zum Ausrasten bringt, ey! Fick dich! Fick dich, du Arschloch, du! Ich hab dir doch den Kopf getroffen, du Mistkerl, du ey! Kann dann das wahr sein? Fick dich, du Wurm, du! Du depperte Arschgrätzen, du! Gegner ist über uns! Ich brenne!
Fick dich! Arschkrätze, du, ey! Fick dich! Lass sie bluten! Alter, fick dich doch, ey. Na endlich, diese Scheiße hier, ey. Kann das denn wahr sein? Boah, sorry Leute, dass ich da schon wieder so ausraste, aber das macht mich einfach wahnsinnig. Boah, Entschuldigung. Boah, da muss ich gleich wieder aufstoßen, ey. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist ja scheiße. So. Da ist wieder ein Poster. Nehmen wir auch gleich ab. Boah, ich hab schon da alles angespuckt wegen dieser Scheiße. Mann. Wie mich das schon wieder aufregt, wenn ich alles anspucken muss. So. Mann. Sorry, Leute, für meine Ausraste die ganze Zeit, aber das ist noch nicht mehr normal. Was sind denn das für Bugs? Jedes Mal dieselbe Scheiße. Ich schieße jemanden in den Kopf und der stirbt nicht. Das habt ihr ja zwei, dreimal jetzt gesehen. Ich hab den in den Kopf getroffen und der stirbt nicht. Der Typ. Wo ich die Luft angehalten habe beim Scharfschützengewehr. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist das für ein scheiß Bug? Alter. Und aus dem Grund spiele ich Far Cry Primal überhaupt nicht mehr. Weil ich einfach sage, Far Cry hat für mich so viele Bugs teilweise. Das ist abnormal, sowas. Das ist doch abnormal. Das kann doch nicht wahr sein. So. Oh, haben wir das auch erledigt. So. Attentat. Gehen wir da mal her. Und machen da das Attentat. So, ich weiß, warum ich diese Nebenmissionen nicht mag. Und generell dieses Abknallen, also dieses Erobern von Außenposten, weil ich genau weiß, dass da wieder irgendwas schief läuft die ganze Zeit. Das wird eine oder irgendwelche scheiß Bugs auftreten. So, auf geht's. Checkpoint. Erreiche das Ziel. Dann wollen wir mal. Dein primäres Ziel, du suchst nach seinen Hundemarken und verlässt den Ort des Geschütz und Gewehr. Wenn du die Leiche im Zielgebiet versteckst und zum Zeug zu erhitzen. Oha. Jo, ich begrüße euch, liebe Freunde. Zu einer kleinen Nachsynchronisation sozusagen. Ja, ich muss leider diese Folge nachsynchronisieren, weil ich quasi ab dem Zeitpunkt hier leider sehr, sehr ausgerastet bin und ich denke mal, das wäre nicht so sonderlich gut gewesen. Hätte ich das wirklich so hochgeladen mit den ganzen Ausrastern. Das wäre sicher nicht gut angekommen und hätte kein gutes Bild auf mich gemacht. Deswegen muss ich das Ganze hier nachvertonen und ja,
Ich bitte deswegen vielmals um Entschuldigung, dass ich sie jetzt leider wirklich nachvertonen muss bzw. nachsynchronisieren muss. Und ja, da ist die Mission, die wir angenommen hatten, ist da zum ersten Mal gescheitert. Unglaublich, aber ja, ist leider so. Und ja, ich habe es glaube ich 3 oder 4 Mal probiert und im Grunde genommen habe ich es einfach nicht hinbekommen, bis ich dann die Mission schlussendlich doch irgendwann abgebrochen habe. Aber ja, wie dem auch sei, ich synchronisiere einfach mal nach und versuche natürlich das Beste für euch rauszuholen. Und ja, damit wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß. So, also, versucht den mal zu erledigen. So. Alter, wieso erwische ich den nicht? Scheiße. Da hat er mich wieder gesehen. Verdammt. Na gut. Nochmal. So, also, nochmal mit der Kamera her. Gucken wir nochmal, wo wir überall Soldaten haben. So, wo sind die Soldaten? So, da haben wir auch wieder einen. Da hat er einen ziemlichen Bug drin. Scheint mir so. Ist da festgepackt. Kann ich ja so gar nicht erwischen. So. Jetzt schaue ich mal, wie ich die beiden am besten erledigen kann, die da stehen. Das muss ja irgendwie möglich sein. Aufmerksam. Das wäre ziemlich blöd. Und dann wäre ich auf jeden Fall aufgeflogen, würde ich mal sagen. Deswegen suche ich mir einen anderen Weg. Also suche mal, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt. Toll. Habe ich mir so gedacht. Das habe ich mir so gedacht, dass das natürlich nicht funktioniert. So, weil der andere ja auch wieder auf den aufmerksam wird. Aber ja, ein Versuch war es wert jedenfalls. Hat nicht ganz geklappt. Also machen wir das Ganze einfach nochmal. Versucht da einfach einen besseren Punkt zu ergattern. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwie. So. Ich hoffe, man hört mich gut. So. Okay. Erledigt. Gut. Der ist mal weg. Okay, die schießen immer noch. Das ist schon mal ganz gut, wenn die immer noch schießen. Das ist sehr gut. So. Nee. Die kann ich nicht mehr schießen. So erschießen. Nee, wenn ich den erschieße, dann wird der andere auch wieder aufmerksam drauf. Das kann ich auch so nicht machen. Und den erwische ich sowieso nicht, glaube ich. Mit der rennt da und rennt. Ich kann den unmöglich erwischen. Das geht doch nicht. Feuer frei!
mache ich denn das am besten? Das kann doch nicht so schwer sein. Nee, den kriege ich nicht. Der ist mir viel zu schnell unterwegs. Der ist mir doch viel zu schnell unterwegs, der Typ. Wie soll ich denn den erwischen? Ich meine, wenn der da oben stehen bleiben würde, ne? Wenn der da kurz stehen bleiben würde und innehalten würde, dann wäre es ja leicht, aber nee, die läuft ja weiter. Haltet eure Position! An der Seite! Okay. Versuche ich beide zugleich zu erledigen. Wenn wir beide so ziemlich hintereinander stehen, könnte ich rein theoretisch einen Kopfschuss verpassen und die Kugel geht direkt durch. Die Kugel ging ja dann direkt durch den anderen durch. Also wenn alles klappt. Yo, hat funktioniert. Hat funktioniert, würde ich mal sagen. So. Na toll. Jetzt haben wir anscheinend die Leichen entdeckt. Das ist nicht gut. So, Takedown. Das ist genau die Leiche, die ich brauche. So. Wenn ich die jetzt aufhebe, kann das sein, dass ich wahrscheinlich nicht mehr hocke, sondern. So clever bist du nicht! So, dass ich stehe. Scheiße, wie mache ich das? Die suchen jetzt nach mir. Ach, kacke. Ich versuch's einfach. Ich nehme den einfach mal hoch. So. Und dann. Haltet eure Position! Okay, die schießen anscheinend wieder. Da kann ich ihn nicht hinlegen. Ich muss ihn ja an einen der Punkte hinlegen. Das ist das Problem. Ich muss ihn an einen der Punkte hinlegen. Ich schlitz dich auf und dreh dich auf links. Ich hätte eigentlich genauso gut. Ich könnte ja genauso gut den Typen erledigen, um Stückchen zu werden. Das bringt ja nichts. Ja, toll! Genau jetzt kommt der da ja. Alter. Ja, das heißt, wenn ich den anderen erledigt hätte, mit dem Scharfschützgewehr wäre genau der rangekommen. Naja. Egal, ich breche das mal ab, weil ich habe jetzt sowieso keine Lust mehr. Wenn ich das sowieso nicht schaffe, dann ist mir diese Mission auch schnuppe. Aber deswegen spiele ich überhaupt nicht gern solche Nebenmissionen, weil ich genau weiß, dass das meistens daneben geht. Vor allem auf meiner Spielweise. Oder mit meiner Spielweise. Aber ja, was soll's. Ein Versuch war es wert. Und man hat gesehen, es funktioniert nicht. So. Dann schaue ich noch, ob ich da irgendwo was holen kann. Nee. Die Armee hat die Hirse-Rationen auf ein halbes Pfund pro Woche gekürzt. Das reicht nicht. So. Ich würde mal sagen. Geh mal dorthin. Ist besser. Ich hol mir das jetzt noch und dann war's das. So. Wenn ich mir das geholt habe, werde ich die Folge wahrscheinlich beenden. Brüder und Schwestern, dann die Royal Army greift den Außenposten an. Wir haben hart gekämpft, genau um jetzt. Ihn zu sichern. Jetzt kämpft, um ihn zu behalten. Ach, weißt du was? Ich beende jetzt schon die Folge. Also dann, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.